Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt. Diesmal wieder ein kleines Pack Opening. Also eigentlich gar kein richtiges Let's Play. Rally der Fledermäuse. Gibt eine neue Challenge. Ja, es gibt ein neues Update. Das Update 7.2. Einfach wieder ein allgemeines Update, das irgendwelche Performance-Probleme behebt. Vielleicht ist jetzt auch der Bug weg, dass man ein Spiel nicht gezählt bekommt. Rally der Fledermäuse. Beweise, wie stark Valencia ist, indem du 2 Tore mit Spielern dieses Vereins erzielst. Aha. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube auch sonst keine relevanten Sachen für uns. Okay. 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 Hatte schon Angst, dass ich das Spiel aufgehangen habe, aber da habe ich wohl Glück gehabt. So. Team der Woche. Schauen wir uns mal an. Nicht hier, sondern in mein hier Team der Woche. Genau, ich wollte ja eigentlich eine Woche Pause machen und erst nächste Woche wieder ein Pack-Opening machen, weil ich dachte, es sind keine Bundesligaspieler dabei, aber da habe ich mich geirrt. Die haben wohl einfach die Performance der Spieler in ihrem Land hergenommen und haben eben die Europa-Qualifikationsspiele hergenommen, um ein Team der Woche zu machen. Das ist doch sehr schön. Daher gibt es einen 89er Lewandowski. OMG, wäre das geil, wenn man den ziehen würde. Mit dem rechten Mittelfeld Müller könnte jetzt in meinem Team gar nicht so viel anfangen, weil ich nämlich kein rechtes Mittelfeld in meiner Aufstellung habe. Den würde ich also einfach verkaufen. Den Lewandowski würde ich wahrscheinlich eine Zeit lang spielen und dann trotzdem verkaufen, weil er einfach so viel Geld wert ist. Aber generell haben wir hier ein paar sehr coole Spieler dabei. Wie gesagt, die beiden, dann natürlich noch Di Maria als 89er rechter Flügel, Handanovic als 85er, Handanovic, Loris als 85er Torwart, der auch einiges wert ist. Und so ein Spieler wie Bonucci und Kana könnten wir auch theoretischerweise in unser Serie A-Team packen. Die restlichen Spieler würde ich mich auch freuen, wenn ich die ziehe, aber die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Gucken wir mal, was es für Packs gibt. Und zwar gibt es ein Pack für 50.000 Coins oder 1.000 Points. Einzigartige Topspieler in einem Set vereint. 12 Spieler, alle Gold, alle selten. Aber das ist halt schon krass, ne? 1.000 Punkte dafür auszugeben. Ich weiß nicht so richtig. Wir könnten es natürlich wieder so machen. Wir holen uns ein besonderes Pack und 3 kleine Packs. Also 3 Packs für 150 Coins. Ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach. Da würde ich aber sagen, fangen wir diesmal an mit den 3 kleinen Packs und dann als großen Abschluss nehmen wir das große Pack. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir heute mal Glück und beziehen einen Informspieler oder generell etwas. Ah, cool. 1.000 kostenlose Münzen. Objekt einlösen. Könnte man auch schnell verkaufen für 14 Münzen. Wäre natürlich blöd. Oh, Lavezzi. 85er Lavezzi. Linker Flügel. Ich würde mal behaupten, der ist ein bisschen was wert. Da freue ich mich ja schon mal. Den verkaufen wir dann natürlich. Wir verkaufen, wie gesagt, dann alle wieder. Ich werde wieder am Anfang des Videos die Packs öffnen und wer dann Lust hat und mir dabei zuschauen möchte, wie ich die einzelnen Spieler verkaufe und wie ich das vor allem mache, dass ich das meiste Geld raushole. Ah, 4-3-3 ist auch ein bisschen was wert. Ja, wen das interessiert, wie ich das mache, die Spieler zu verkaufen, der kann dann logischerweise auch die Folge einfach zu Ende angucken und mir am Ende dabei zuschauen. Wer nur sehen möchte, wie ich Packs öffne, dann schaut euch halt nur den Anfang an. So, Nummer 2 und vielleicht nochmal eine Art Lavezzi. Ein Khedira, ein 84er Khedira. Ich denke zwar, der wird mittlerweile nicht mehr so viel wert sein. Ist halt auch nicht der schnellste, das heißt, den wird es wahrscheinlich schon einige Male auf dem Transfermarkt geben. Aber ist auf jeden Fall auch nicht der billigste Spieler, deswegen können wir uns da freuen. Destro könnte auch von mehr als 350 Coins weggehen. Wahrscheinlich eher so für 500, aber wie gesagt, wie viel die wert sind, das schauen wir dann. Jetzt geht es erstmal nur darum, die Packs zu öffnen. Okay, sonst leider nichts weiter Spannendes, wie es aussieht. Verträge nehme ich immer gern mit. Ich meine, ich habe mir jetzt auch diesen teuren rechter Flügel, rechter Stürmer. Ja, wird wahrscheinlich nicht sehr viel wert sein. Dadurch, dass wir ja jetzt auch diesen teuren Lewandowski uns geleistet haben, ist es eigentlich ganz cool, hier wieder mal ein paar Packs zu öffnen und ein paar Coins wieder reinzubekommen. Beziehungsweise ist es halt auch einfach für die Verträge geil. Die einen ausgehen. Ein Adebayor. Tja, leider auch nicht mehr das wert, was er früher mal war. Nur noch ein 80er Stürmer, immer noch sehr kopfballstark. Aber, naja. Setzen wir auch alles auf die Transferliste. Williams oder Williams von Swansea City. Azu Ekoto.
Ein ganz anständiger Linksverteidiger für den 78er. Orion sagt mir nichts. Noch eine Aufstellung 5-3-2. Ja, die wird wahrscheinlich kein Geld weiterbringen, aber egal. Jetzt, wo ich gerade eben diesen Ball sehe, fällt mir gerade ein, ich wollte ja mal mir den gelben Ball kaufen, aber machen wir ein anderes Mal. Jetzt müssen wir erstmal linker Flügel zu linkes Mittelfeld. Jetzt müssen wir erstmal unsere Verbrauchsobjekte wieder etwas lichten. Sonst haben wir keinen Platz mehr. Wir könnten zum Beispiel mal Mannschaft, wir könnten zum Beispiel mal ach so, da fällt mir gerade ein, wenn ihr jetzt das Video seht, dann wisst ihr ja gar nicht, dass ich Lewandowski schon gekauft habe, weil dieses Video vorher rauskommt, bevor ich Lewandowski gekauft habe. Ach egal, dann habt ihr halt einen kleinen Spoiler und seht, was ich jetzt schon für ein Team habe. Ja, wer es also nicht sehen möchte, vielleicht mache ich einen kleinen Spoiler-Alarm rein, als Hinweis in dieses Pack-Opening, mal schauen, aber egal. So, dann werde ich nämlich mal, na komm, werde ich nämlich mal, ich glaube, ich habe noch eine Menge von diesen Trainingskarten, die werde ich jetzt einfach mal einsetzen, damit die verschwinden, die brauche ich eh nicht. Schießen. Oh, was haben wir hier? Eine Modifikation, Stürmer zu Mittelstürmer, die behalte ich mal. Dann geben wir Boateng, Dribbling, was habe ich denn? Ach, wir haben nur die zwei, oder wir haben gar nichts weiter sonst? Na, egal. Boateng, Dribbling. Sonst haben wir gar kein Training mehr. Okay, wir haben halt noch eine Menge Fitnesskarten, wie ich gerade sehe. Dann ein paar Verletzungskarten, ein paar Moralkarten. Hat irgendjemand eine kleine Moral? Ja, unser Innenverteidiger. Hummelt, dann geben wir ihm mal eine Moralkarte, damit er besser drauf ist, quasi. So. Und dann können wir eigentlich weitermachen mit Verträgen. Verteilen wir mal Verträge. Also wen behalte ich denn auf jeden Fall? Ich würde sagen, ich behalte auf jeden Fall Boateng. Der hat auch nur noch einen Vertrag. Von daher passt das direkt. Wir fangen natürlich mit den kleinen Verträgen erstmal an. Okay, Silber ist das kleinste momentan. Zack und zack. Dann, wer braucht noch einen Vertrag? Luis Gustavo, ich glaube, den werde ich auch noch eine Runde weiterspielen, genau wie Martinez. Geben wir den beiden mal noch jeweils einen Vertrag. Zack und zack. Das sollte dann ja erstmal reichen. Packen wir die Sachen jetzt alle rein. So. Das ist doppelt, deswegen verkaufen wir das direkt. Das war jetzt, glaube ich, das zweite Pack, oder, das wir geöffnet haben. Das heißt, ein kleines machen wir noch auf. Oh, oh, Spannung. Messi, Messi, ich rieche es. Messi ist im Tor. Ei, 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 Messi, Messi, Messi ist drinne. Nein. Aber wir haben immerhin zwei seltene Goldspieler, auch wenn Quagliarella und Chesney jetzt nicht die allergeilsten sind, werden uns jetzt nicht so viel Geld bringen. Vor allem in diesen Scheißformationen 3-4-2-1 und 3-4-2-1. Egal. Schauen wir dann, was die wert sind. Ireland oder Irland oder Island oder wie auch immer. Puh, wahrscheinlich passt dieses ganze Zeug jetzt auch wieder nicht rein in unseren Verein, weil einfach zu viel Zeug und so. Ah, wir gucken mal. Alle im Verein speichern. Wie viel Platz brauchen wir? 1, 2. Wir brauchen 2 Stück. Da fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich noch mehr von diesen scheiß Manager-Karten? Die brauchen wir ja gar nicht. Die könnten wir eigentlich auch verkaufen. Fällt mir gerade so spontan ein. Wir schauen mal bei uns in den Verein ganz schnell rein. Reimt sich auch. Mein Verein. Und zwar Mannschaftsmanager, 4 Manager. Bestenlisten. Will ich aber doch gar nicht. Fordere die Besten heraus, will ich auch nicht. Inventar. Vereinsobjekte, Manager suchen. Verbrauchsobjekte insgesamt. Suche einschränken.
Ach, egal. Werden wir jetzt so schon finden. So. Warum haben die denn oben rechts einen Stern dran? Verstehe ich nicht. Hier haben wir einen Vertrag Manager auf Transferliste. Vertrag Manager auf Transferliste. Boah, da haben wir ja richtig viel, ey. Die blockieren uns natürlich eine Menge Slots, deswegen werde ich die dann mal alle verkaufen. Werden zwar nicht viel Geld bringen, aber egal. Krass, wie viel wir davon haben. Oh nein, Transferliste ist voll. Transferliste ist voll. Wird ja immer schlimmer. Oh mein Gott. Ach, jetzt hätte ich natürlich auch. Naja, ist egal. Machen wir später. So, meine Freunde, und jetzt kommen wir zum großen Finale. Für alle, die Pack-Opening lieben, gibt's jetzt das Riesen-Pack für. Ja, es ist ziemlich teuer auf jeden Fall. Für 1000 Points. Komm, Baby. Messi und Ronaldo in einem Pack. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Messi und Ronaldo in einem Pack. Jetzt geht's rund. Eieiei. 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 Was sehen meine müden Augen? Was sehen meine müden Augen? Ich mach mal ein Bildschirmfoto. Und da gibt's dann ein kleines Preview. Ein kleines Preview auf meinem Facebook-Kanal. Das heißt, wer sich denkt, oh mein Gott, dieses geile Bild, das möchte ich auch sehen in Zukunft, wenn Pactus so ein geiles Bild macht, liked mich auf Facebook. Ihr findet unter diesem Video in der Infobox den Link auf meine Facebook-Fanseite. Da könnt ihr mich liken, da bekommt ihr halt immer noch ein paar extra Infos, ein paar extra Links, ein paar extra Dinge, die ich schreibe und nicht nur meine Videos präsentiert. Das heißt, richtig geil, wir haben in Form McGeady oder wie ich ihn gerne nenne, in Form MC Geady. Woo! Sehr geil. Aber abgesehen vom MC Gidi haben wir auch den MC Buffon. Krass, 86er Torwart Buffon. Was ist das denn für ein geiles Pack? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wie nice! Buffon ist bestimmt auch ein bisschen was wert. Ich überlege gerade, ob ich ihn sogar in mein Serie A-Team packe und teste. Aber eigentlich habe ich ja nicht so Bock drauf. Weil er hat zwar 90 Hechten und 90 Stellungsspiel, aber halt nur 80 Reflexe und 78 Ballsicherheit. Da gefällt mir Handanovic ein bisschen besser, weil er ausgeglichener ist. Der hat auch ein gutes, also der hechtet auch gut, hat auch gute Reflexe, gutes Stellungsspiel und gute Ballsicherheit. Ich glaube, Buffon werde ich eher verkaufen. Wir gucken, was er wert ist. So, dann haben wir noch João Moutinho, auch nicht schlecht. Wir haben Rodriguez 82er, Champagnero 82er, Martinez 81er, Muriel 80er, was haben wir noch so? Biabiani, Aruiz, Abdennour, Carroll und Elia. Ja, why not? Richtig nice. Ich meine, da können wir uns wohl mehr als nicht beschweren, weil ja, Informspieler, what the fuck? Ich meine, hallo? Kohle, Kohle, Kohle. Das Ding ist jetzt natürlich, wir können erstmal nichts auf die Transferliste setzen, weil die voll ist. Das heißt, wir müssen die erstmal lichten, was ich jetzt machen werde. Das heißt, für alle, die nur Pack-Opening sehen wollten, das Pack-Opening ist vorbei. Tut mir leid. Und jetzt geht's um die Transfers. Wie holen wir das meiste Geld raus? Wie wird's richtig nice, geil? Ihr wisst, Vogelwild. In diesem Sinne, fangen wir mal an. Wir müssen erstmal Platz machen. So, die Bronzespieler habe ich mehrmals versucht zu verkaufen. Die bekomme ich nicht verkauft. Und ich weiß nicht warum, aber ich gewinne mir mal an. Ich pack die Bronzespieler, die ich nicht verkaufen kann, für mindestens 150 oder 200 Coins, die packe ich immer in meinen Verein und mache damit meinen Verein halt wertvoller und größer. Wenn man die jetzt sofort verkaufen würde, würde man auch Geld dafür bekommen, aber halt nur ein paar Coins. Das ist so wenig, dass ich dann immer sag, ich mache lieber meinen Verein größer. So, Old Trafford hatten wir, glaube ich, für 1000 oder so angeboten. Sind wir nicht losgeworden, deswegen biete ich es mal an für 600, 700. Das weiß ich direkt so aus dem Kopf anbieten. Die Juff können wir eigentlich auch verkaufen, weil ich werde wahrscheinlich, falls mir Lewandowski nicht taugt, falls Lewandowski nicht einschlägt, werde ich wahrscheinlich eh erstmal Aubameyang und Aubameyang testen. Und dann habe ich auch noch Mandzukic, den ich testen kann. Das heißt, Juff können wir also hier verkaufen. Der hat sogar 5000 gekostet. So verdammt teuer, ey. Krass. Egal, Transfermarkt, wir gucken mal, wie viel er momentan kostet. Mamet Juf.
Liga, Bundesliga natürlich. Aufstellung ist erstmal egal. So oft gibt's den nämlich gar nicht mehr. 4-7, 1-2, wer verkauft den denn für 1-2? Und danach in meiner Aufstellung 4-2-3-1. Ich habe 5000 ausgegeben für den. Und jetzt gibt's den für 1200 oder was? Oh nein. Und 1500, oh fuck. Na toll, da mache ich es richtig, richtig schlecht bei dem. Richtig. Aber wisst ihr was, ich werde ihn doch behalten. Dadurch, dass es ihn nicht mehr in der Bundesliga gibt, ich müsste ihn jetzt für 1200 verkaufen. Und wenn ich ihn dann doch vielleicht mal irgendwann wieder haben will, gebe ich vielleicht 10.000 oder so aus. Ich mach's jetzt so. Passt mal auf. Ich stell den jetzt einfach drauf für 5.000. Nee, Quatsch. Für 6.000 und 6.500. Wenn ich ihn dafür verkauft bekomme, ist es okay, weil dann mache ich gut. Und wenn nicht, dann behalte ich ihn einfach. Scheiß drauf. Okay, was werden denn wohl diese scheiß Manager-Karten wert sein? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Wir schauen mal nach. Ich weiß gerade nicht. Verträge. Bronze. Okay, die sind schon alle... Also wenn schon die Karten alle für 150, 200 angeboten werden, dann werden wir die Manager-Karten wahrscheinlich gar nicht losbekommen. Aber... Ich würde es wenigstens einmal versuchen zu verkaufen. Gibt es überhaupt keinen seltenen oder was? Ich will wissen, was diese seltenen Managerkarten wert sind. Aber die scheinen alle schon weg zu sein. Oh, da waren gerade zwei. Die stehen drauf für 400, für 200. Das steht für 200 drauf und ist noch nicht verkauft worden. Fuck. Ah, das bedeutet, dass die normalen Bronze-Managerkarten wahrscheinlich gar nichts wert sind. Wenn nicht mal die seltenen für 200 Sofortkauf weggehen. Okay, dann werde ich es jetzt so machen. Ich werde jetzt die werde ich draufsetzen für 150, 200. Dann werde ich die normale Bronze-Manager-Karte einfach schnell verkaufen. Gibt es da nur drei Münzen, aber es bringt mir ja nichts, wenn mir das jetzt hier die Transferliste verstopft. Dann mache ich das lieber so. Okay, die anderen Karten muss ich alle anständig verkaufen. Es geht nicht anders. So, ich werde aber diese Manager-Karten jetzt nicht hier verkaufen, sondern das mache ich dann offline. Ich werde jetzt die interessanten Spieler verkaufen. Das heißt, es wollen natürlich erstmal alle wissen, was zum Beispiel ein MC Gidi wert ist. Den packen wir mal auf die Transferliste. Und Buffon ist auch viel wert. So. Kann ich noch mehr draufpacken? Ja, einen kann ich noch draufpacken, so. Gut. Fangen wir mal an mit MC Gidi. Inform MC Gidi. Rechter Mittelfeldspieler in England. Wird jetzt auch nicht so mega, mega viel wert sein, aber die sind halt mindestens, 10.000 wert. Die Inform-Spieler. Oh, MC Gidi. Aiden Gidi, eigentlich ein geiler Name, oder? Nur mal so nebenbei. Mal schauen. Ja, da zählt natürlich nur der Inform-Spieler. 40.000, 45.000. Okay, also minimal 45 momentan. Als Sofortkauf. 30.000 sehe ich hier. Okay, dann werden wir jetzt als Minimalpreis 10.000 eingeben und als Maximal 30.000. Oha, es gibt ihn für 23.000, für 20.500. Oha, oha, oha. Aber gut, das war mir jetzt schon klar, dass er ja keine 50.000 wert ist. 20.500. Ist auch mit der Preiswerteste, wie es aussieht. Okay, es gibt einfach 20.000, das heißt, wir stellen unseren einfach rein. Was haben wir für eine Aufstellung? Ach, auch noch so eine schlechte Aufstellung. Schade, egal, ich stelle mal rein für 18.000, 19.000.
So 19.500, ja, komm. Oder 19.000, ja, komm, 19.000 reicht auch. Nee, komm, 500, 19.500. Wir machen 19.500. Ein Tag anbieten. Buffon hat was für eine Aufstellung? Oh, 5-3-2, na, schlechte Aufstellung. Schauen wir mal, was der preiswerteste Buffon ist in der Aufstellung. Und zwar 5-3-2. So. Zwölftausendsiebenhundertfünfzig, wie es aussieht. Okay, dann stellen wir ihn einfach für 12.000. What? McGinn ist schon weg. Krass. Sehr geil. Aber wie gesagt, er ist jetzt. Ich habe ihn 500 Coins billiger reingesetzt als der preiswerteste. Und der hat auch noch eine richtig schlechte Aufstellung. Von daher passt es schon. So, Buffon, was hatte ich gesagt? 13.750 war der preiswerteste. Also stellen wir ihn rein für 13.000 und 13.500. So. Gut, und damit die Folge jetzt nicht zu lang wird, würde ich sagen, brechen wir hier ab. Den meisten wird es eh nicht so interessieren, wie viel ich die Kollegen hier reinstelle. Das mache ich dann einfach offline und verkaufe die ganzen Sachen hier, damit wir ein paar Coins bekommen und werde euch damit nicht weiter belasten. In diesem Sinne, liken, kommentieren, wenn es euch gefallen hat, vor allem, oh mein Gott, MC Gidi, was geht? Also, Daumen nach oben für unseren Meister MC Gidi und ja, bis zum nächsten Mal, bis morgen, dann gibt es dann wieder ein richtiges Let's Play. Tschö, euer Paxis.